kein Konzept. Monetarisierung ist weg. Also wird es mich auch freuen, wenn ihr folgendes checkt. Gaming Cards und die Kids wollen mehr. Das ist heute schon kleinen Streamern eine Freude machen, Legen. Part 1. Oh, Kleinkonzept, 5 Euro. Danke, danke, danke. Das ist ja Hammer. Da freue ich mich aber riesig. Das ist ja der Hammer. Wie einfach auch dieses Kuss macht, wie jeder. 5 Euro Spende. Der ist tief in der, tief in der Szene drin. Kuss geht raus, haut er raus. Bruder, der ist absolut drin in der Twitch-Materie. Ich muss dazu mal was sagen. Jeder hat ja so sein Hobby. Und beim Hobby hat man ja, wenn man bastelt, man hat ein Ergebnis. Und bei Twitch ist das so, da ist das Ergebnis, und wenn es nur ein einzelnes Bit ist, ist eine Anerkennung. Und darüber freue ich mich riesig. Einfach mega, mega, mega. Oh, und du abonnierst meinen Kanal. Ich danke dir. Super. Reicht mit der süßen Stimme. Ich hoffe, es ist gut. Micky, du musst das irgendwie mitessen, ne? Hier ist das nicht. Ja, natürlich, Danny. Oder ich bin halt wirklich 10 von 10 voll. Das passiert bei mir selten. Aber die zweite Portion war bodenlos. Möchtest du das mit Nuss oder möchtest du mit weißer Schokolade? Ich möchte alles Schokolade. ADHS betrifft nur Kinder und Jugendliche, dachte man lange. Hallo? Hi. Bro, es war so geil, wie Danny nach so einer ewig langen Diskussion doch das Eis genommen hat. Es war einfach zu Digga, geil. Digga, Mama, weißt du eigentlich, wie mad ich bin? Warum? Ich hab mit meiner Mom nochmal drüber gesprochen. Digga, ich hab Chelsea gegen Real abgesagt gestern. Ich wäre ja da gewesen, ne? Für den Cash Cup, in den ich mich nicht called hab. Warte mal, warum hast du abgesagt? Ich hab abgesagt für den Cash Cup, weil ich dachte, ich call mich für Finals. Das oh, halt auch die ganzen Fußballprofis, du bist so dumm. Ich wär in der VIP-Lounge. Weißt du, wenn immer die ganzen VIPs sitzen? Da hätte ich gesessen. Cool Story, Bro. Was machen wir heute Abend noch? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was du so vorhast. Die Blicke haben sich getroffen. Ja, ich glaube auch. Ach, du wolltest gleich gehen? Ach, ja, komm, wir gehen. Mann, ist auf, wir gehen. Die Leute sagen immer, ich bin dran schuld, aber die Damen sind. Wohin gehen wir? Irgendwo anders hin. Uns keiner sieht. Zum Beispiel. Du bist Single? Ja, ich bin Single. Ich weiß, was ich tue. Ja? Ja, dann können wir es ja mal. Bist du der Freund? Ja. Nee, ich bin der Bruder. Jawohl, der hat von mir gelernt, der Junge. Oi, oi, oi. Leute, war das gerade dein Bruder, der hier irgendwie... Ja, der ist 18. Ja, ich passe auf meine Schwester auf, weißt du nie. Ja, kenne ich nicht. Kill. Tut mir leid. Okay, alles gut. Und der letzte ins Kopf. Kenne ich nicht? Meinte sie jetzt Unge oder mich? Wenigstens ein gutes Bild von mir rausgesucht. Seitdem ich auch aktiv auf Instagram bin, gibt's auch mal vorzeigbare Bilder von mir im Internet. Und trotzdem werden immer noch die Schmutzbilder von damals genommen, Digga. Scheiß drauf. Scheiß drauf, Digga. Auf jeden Fall, super. Das wird. Was wird das jetzt? Ich spreche deine Sprache. Ich habe irgendwie Angst, dass ich sie beleidigt habe. Und sie hat sich einfach hingesetzt und so. Meine Perle hat mir übrigens erzählt, sie war heute ihre Mom besuchen, ne? Bei ihrer Tante. Und dann sind die zusammen zum Haus, ne, ihrer Eltern quasi gefahren. Und da gab es noch leckeren, was Kürbiskuchen oder Zitronenkuchen? Leckeren Zitronenkuchen zum Kaffee. Als sie ankamen, ein Schlachtfeld auf dem Boden und der Hund hat einfach alles vernichtet. Der ist einfach so groß, dass er es geschafft hat, auf den Tresen der Küche zu kommen, mit den Tatzen und den Kuchen irgendwie runterzuschieben. Der hat alles weginhaliert. Alles weginhaliert und der ganze Boden sah aus wie ein Schlachtfeld. Kann ich jetzt weitermachen? Reschert, hast du einen großen Bruder? Cool Story, Bro. Weißt du was, Mr. Nick Basti? Ich gebe dir mal einfach 5 Minuten. Da hast du nämlich Zeit, den Stream anzumachen und auch eine Geschichte zu erzählen mit scheiß 9 Viewern! Nein, aber 3 große Schwestern. Oh, wie alt sind die? Eine 15, die andere ist auch 15. Nein, war eine 16 und die andere auch 16 oder war die andere auch 15? Also ist irgendeine Schwester 20 oder so? Nee, ne? Nein. Warum fragst du sowas hier? Also mich interessiert Digga, das. Digga, fragt jeder. Ich meine, wenn wir jetzt schon 2-3 Runden gespielt haben, kann ich ja sowas mal fragen, oder nicht? Oder war das gerade cringe? Das war nicht cringe, das war nur Digga. Cringe.
Papa Platte hat wieder erlaubt, Clips zu verwenden. Here we go! Rechts von dir, rechts von dir! Nein. Boah, Bro, fuck! Oh mein Gott! Liebe in den Chat, Papa Platte Clips sind back! Die Relevanz kickt wieder bei ihm. Geil! Zwei Cock ist fucking Dusch. Bro, fuck, Digga! Oh mein Gott, Bro! Das kauft niemand ab. Geil! Da sitzen Leute 6 Stunden und ziehen sich einen Harry Potter What the fuck? Also hier hat einer gerade wirklich 5 Euro in die Hand genommen und ich glaube denen das, glaube ich. Er schreibt, hi Willi, ich lüge nicht und will deine Meinung dazu hören. Meine Schwester wurde gerade im Zimmer nebenan weggeflankt. Und ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Soll ich sie lassen oder Maßnahmen ergreifen? Und da habe ich ihn gefragt, bist du der ältere Teil oder der kleinere Teil? Und er hat gesagt, ich bin der kleinere Bruder. Noah, Kopfhörer auf. Noah, lass die Frau da ran. Lass die Frau machen. Lass die Frau da rein. Wenn du der ältere bist, setz dir einen Kopfschutz an und gehst da rein. Aber wirklich? Als der kleinere, Kopfhörer. Wenn du der kleinere bist, auch mal Kopfhörer rein, ja, Stream Podcast, anschauen. Was denn? Wirklich, Amazon Prime ist kostenlos. Noah, 15. Noah, da kannst du nichts machen. Da musst du nur zuhören. 15, ja. Noah, das ist die Natur. Ja, aber gute Frage, was macht man dann? Frau wichtig. Was für ein Ding? Sind Ihnen die Füße der Frau wichtig? Digga, was sehe ich hier wieder? Mit zunehmendem Alter nutzen sie die Zähne und verfärben sich gelb. Dagegen können sie rechtzeitig etwas tun. Mit einem schönen neuen Rentnergebiss. Let me take a selfie. So ein dummer Wichser. Was läuft? Seit den 19 Monte so heftig am Smilen und die Sonne lacht ihn aus dem Mund mit ein bisschen Bräunungsstudio Monte Maschala. Bei dem Kölner Event, ich bin no homo unterwegs. Das läuft, willkommen zum nächsten Video. Steht ihm sehr gut. Nächster IRL-Stream mit Atleos an. Entschuldigen Sie, ich möchte Sie eigentlich nicht belästigen. Bitte. Aber Sie machen das. Ach so, dann, nein, Sie haben recht. Einen schönen Tag noch. Nein, Sie haben mich tief getroffen. Nein. Herr Lagerfeld, Sie leben. Gekorbt und doch nicht. Ruhen Sie weiter ins Leben. Junge. Oh. El Gigante. Sie. Man hat mir scheinbar den Mexikaner abgekauft. Hola, chica. Noni. Dissoziieren Sie von jeglicher Form von Sexismus. Melone ist grande. Das ist halt schon. Einfach sexistisch und nicht. Da denkst du dir halt auch als Frau. Cool. Ich dissoziiere mich. Guter Mann, können Sie mit diesem Objektiv in mich zoomen? Ich dissoziiere mich. Können Sie mit diesem Objektiv in mich hineinzoomen? Ja, wenig. Ich möchte Sie mich durchdringen. Ja. Das wäre meine Freude. Mit den 200er nicht möglich, dass ich Sie durchdringe. Na, mit genug Vaseline wäre es möglich. Ja, wäre es möglich, ja. Schönes Wochenende. Oh, ich bin guter Mann, beliefern Sie hier gerade den Radmessung? Ist das Essig und Rotkraut? Hä? Diese? Ja. Das war ein Video, ne? Brauerei. Oh, ich bin mir sehr sicher, dass diese Auskunft gegen das Datenschutzgesetz verstößt, deswegen ich... Na, Hugo, fast hat es nicht. Aber ich bin immer auf abgehoben bei Discord auf beschäftigt. Danke, dein Video. Ah, ich habe trotzdem nachgeguckt. Das ist definitiv von der Brauerei. Das war eigentlich alles voller Bier. Also, wenn man jemanden ausrauben sollte, dann wahrscheinlich diesen Mann. Also, ich distanziere mich natürlich grundsätzlich von schwerem Raub. Ja, alles gut, das war Spaß. Also, ja, ich bin so dick, Alter. Ist nicht auch die Androhung einer Straftat eine Straftat? Vielen Dank. Jetzt hätte ich so das Gesetzbuch gefühlt, so bam, und dann direkt Adlersohn mit so Hintergitter. Zack. In Luzern gibt es gerade mal 500 AIDS-Kranke. Ja, seit heute 501. Entschuldigen Sie, tragen Sie eine schwere Last mit sich herum? Du vegane Drecksau, geh mal Gras fressen. Dumme Veganer-Sau, Veganer-Spasti. Entbann mich, dumme Veganer-Sau. Keine Ahnung, wenn ich Entbannungsanträge mache, dann bin ich immer viel zu nett, Digga, und lass die immer wieder raus in die Weltgeschichte. Meanwhile. Wir reden jetzt ungespielt. Und wir gucken da rein. Schön Arsch. Zeig mir deine Ware. Wir machen uns bereit für den Raid. Ausländer raus. Ausländer. Digga, wie geil! Ausländer.
Ausländer raus. Entfernungsantrag! Entfernungsantrag, Nachricht! Ausländer rein! Yes! Hey, hier ist Knussis Mutter. Du folgst mir ja nicht mal, du Kick. Oh, yes! Kurz auf dem Balkon, Jungs, und Schlumpf drauf, wenn du willst, es läuft. Den hab ich vom Sascha mitgenommen. Der ist aber ganz schön staubig zwischen den beiden. Der wollte doch einen Schritt fest. War das TOS? Eigentlich nicht, oder? Dass das gut lustig aussieht, der verarscht dich doch. Mammutter! Auch Chat, den werden wir ganz groß machen, den Spruch. Spitzt eure wunderschönen Ohren! Neu, ganz neu aus dem Hause Melone von Solution, dem Allerechten. Und zwar sagt ihr ab sofort zu euren Homies, wenn sie irgendwas Nices machen, dann sagt ihr nicht, ey Bruder, fühl dich geküsst. Sowieso dieses, ich küsse deine Augen, Digga. Ne? Ab sofort sagt ihr, Bruder, fühl dich untenrum angefasst. Fühl ich, feier ich zu 200 Milliarden Prozent. Und manchmal, wenn ich ärgern will, dann sage ich so mäßig, ja, fühl dich untenrum unsittlich. Aber dem Sohn im Fernsehen zuschaut. Der Jens spinnt, hat der Sender gestürmt. Ihr seid im Fernsehen. Irgendwann wird er verhaftet. Ah, Chat, scheiß drauf, Digga. Ich filme halt jetzt mal das Stück, derjenige, wo den Sender jetzt nicht findet. Aber sie hat nicht nur ein Stück gefilmt. Ich glaube, jetzt langt's euch, oder? Ja, uns schon, aber glaube dir noch nicht. Jetzt muss ich doch noch eine Hat sie von all der ganzen Show eine Story ich gemacht oder was? Unmöglich ist der. War wahrscheinlich mehr Reichweite als ich, Alter. Das ist auch leicht zu waschen. Der hat einfach nichts eine Ahnung vom Waschen. Jetzt wird er auch noch geschminkt, weil er so scheiße aussieht. Welcome to Britain, I'm in the party. Hat aber auch heute Akne. With Barbies and Drillers. Bro, also sie ist schon garstig. Garstig. Nee. Der ist der Spitz, der arme Kerl. Der ist ja anders am Schwitzen. Wie schnell dieser Fall auch einfach kommen kann von der Loch. Wer hat die Heizung angemacht? Wer hat Mr. Trashback in diesen Raum eingesperrt und die Heizung auf 5 gedreht? Fall auch einfach kommen kann von der Loch. Junge, er ist einfach komplett am Triefen. Einmal nichts mehr hat, das ist schon. Wir hatten schon ein paar heiße Sommer. Er ist einfach in so ein Studio eingeschlossen worden. Produziere jetzt wieder News. Komm, let's go. Ja, News, ey, wenn man so eine Mutter hat, braucht man echt keine Feinde mehr. Lass mich hier raus. Ich habe auch das Gefühl, die Mutter haut echt heftige Fronts raus. Also, die nimmt ihn schon hier und da mal die Ehre. So unfähig, ne? Wurde danach hoffentlich aufgeräumt. Papa Kind. Und seine Tochter? Mark Bibauer. Ist das Papa Freund? Ja. Hau ihm mal eine. Hau mal mit Piratenschwert. Oh, hey, okay. Frons Mutter zu diesem Traum. Ist das echt seine Mutter? Ah, ja. Das ist seine Mutter? Bruder, da müssen wir die Mütter doch mal zusammenführen. Und dann jeder von uns mal mit der anderen Mutter. Attraktive, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das ist so meine Kategorie Livestream. Moin, meine lieben Butze. Die ist 60 plus? Ist doch scheißegal, 60 plus. Was ist los jetzt? Uwe! Mein Uwe. Was ist los jetzt? Chat, Alter, ist nur eine Zahl. OnlyFans VIP bei Alexa. Wir haben einfach einen getroffen, der OnlyFans-Konsument ist und dann auch bei Alexa. Du musst dir mal überlegen, Digga. Du sitzt einfach zu Hause, ja? Ich nehm's jetzt einfach mal an und wichs dir ein auf meine Freundin, Digga. Du bist der Beste, Alter. Bei uns ist jetzt... Weiß ich jetzt nicht, Digga. So ein Ding, wir treffen uns mit unseren Frauen. Ja. Alter, überleg mal, jetzt ist es so geworden. Früher war anders. Früher saßt du jede Woche mit einer anderen Prostituierten hier. Jetzt ist so. Da war ich live dabei, da dachte ich, okay, das war jetzt nicht so nett. Sascha, Digga. Gut. Oh
Mann, Alter. Auch käuflicher Sex. Für Video. Alles du? Natürlich super. Bei meinen Eltern. Danke nochmal für die verschenkten Subs von Sakura Chat. Lass nochmal ein paar Bomber fliegen, ein paar Bomben regnen. Und Mods gönnt nochmal 10 Minuten. Aber so dicke drauf. Mollig, aber heiß, so als Sumo-Ringerin. Einige dabei, wo die Frauen wirkliche Wuchtbrummen waren. Das war dann Zufall. Alle Kassetten gefunden, ich habe das alles entdeckt. Ja und? Ich kann doch von dir was erzählen. Was denn? Da weiß ich schon, warum deine Tüte da oben hing. In meinem Jugendzimmer. Da oben hatte ich so einen Müllbeutel. Da weiß ich schon, warum deine Tüte da oben hing. Und ein paar Hefte. Zeitschriften. Oh, die Zeiten ohne Internet, wo man wirklich irgendwann mal, ne, macht das nicht, Kinders, die Schubladen bei Papa im Zimmer durchwühlt hat und dann ist man einfach auf den Playboy gestoßen. Und es hat sich auf einmal eine neue Tür geöffnet. Warum guckt ihr zu? Ich meine generell Streams. Ja, ich denke, bei dir gucken die wegen Aussehen. Ja. Wegen Down-Syndrom halt. Downy Streams Beste. Ein ganz besonderer Zauberer. Retalk, da waren auch andere Zeitschriften-Chat. Das hat wirklich... Ich wusste bis zu einer gewissen Altersgrenze, wusste ich gar nicht, wie eine Frau aussieht, umgedreht, wenn sie, ihr wisst schon was, auseinanderzieht. Digga, ich dachte so, hä? Das sieht ja voll komisch aus, dachte ich. Da fuck. In seiner Wohnung hat er sich ein eigenes Studio eingerichtet. Tagsüber muss Jens in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. Damals Playboy, heute Just Chatting. Ja, heute Poolstreams. Hurra! Du bist wirklich ohne Scheiß! Ey, Huhu-Video ist immer gut, Digga. Wir hatten aber in letzter Zeit ab und zu mal einen Schluck auf drinne, aber das Video war wieder mal eine saftige 10 von 10.